Jetzt brennt es bei der Feuerwehr, denn Fahrzeuge wie diese dürfen die Einsatzkräfte bald nicht mehr mit dem normalen Führerschein fahren. Und natürlich will niemand von den Ehrenamtlichen auch noch auf eigene Kosten den LKW-Führerschein machen. Wir haben das Problem, dass wir nicht viele Jugendliche haben. Wenn die das noch aus eigener Tasche zahlen müssen, sehe ich für unsere Feuerwehr in der Zukunft schwarz. Ich glaube auch nicht, dass man das der Jugend vermitteln kann. Dass man sagt, wenn du zur Feuerwehr gehen musst, dann musst du noch 500 oder 1000 Euro zahlen. Das glaube ich eigentlich nicht. Da müsste, wenn, dann ein Zuschuss von der Gemeinde kommen oder einfach eine Sonderregelung für die Feuerwehr, dass die da drumherum kommen. Für so eine Sonderregelung will sich jetzt der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber einsetzen. Das Problem: 1999 wurde der EU-Führerschein eingeführt. Wer den hat, darf nur noch Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen steuern. Nur wer seine Fahrprüfung vor 1999 gemacht hat, darf weiter die Löschfahrzeuge fahren, die meist schwerer sind. Doch der Bund könnte helfen. Wir haben bewusst bei der Führerscheinregelung den Katastrophenschutz ausgenommen, dass hier nationale Regelungen greifen können. Und das heißt ganz konkret, dass der Bundesverkehrsminister jetzt für Fahrzeuge unter 7,5 Tonnen eine Ausnahmeregelung machen kann und machen muss, dass die auch weiterhin von einem normalen Feuerwehrmann mit Kraftfahrzeugführerschein gefahren werden können. Laut Ferber muss die Bundesregierung das zügig anpacken. Sonst gehen gerade den kleinen Feuerwehren, wie hier in Altenmünster bei Augsburg, die Fahrer aus. Neben unserem Einsatzdienst, den wir freiwillig leisten, Übungen und Ernstfälle, kommt jetzt im Endeffekt auf den Einzelnen, der ein Fahrzeug fährt, das größer als 3,5 Tonnen zulässig Gesamtgewicht hat, auch noch finanzielle Aspekte dazu. Und ich finde, dass das einfach schlicht und ergreifend nicht in die Landschaft passt und nicht in Ordnung ist. Es muss also schnell gehen, bevor es so weit kommt, dass es wirklich brennt und keiner darf den Löschzug fahren.